Hey Leute, willkommen zurück zum NFL-Wochenende in Madden NFL 23. Das NFC Conference Championship Game steht an, nämlich am Sonntag, den 29. Januar um 21 Uhr spielen die Philadelphia Eagles gegen die San Francisco 49ers. Sozusagen das Halbfinale. Das allerletzte Spiel vor dem Super Bowl. Und bevor wir hier loslegen und ich euch sage, mit welchem Team ich denn heute in diesem Video antrete, gucken wir uns doch mal die Divisional Round an, wie denn die zwei Teams so abgeschneidet haben. Denn die San Francisco 49ers haben zu Hause im Levi's Stadium oder Levi Stadium gegen die Dallas Cowboys gespielt. Sie haben nämlich 19 zu 12 gegen die Dallas Cowboys gewonnen, weil wenn sie verloren hätten, wären sie raus gewesen. Und die Philadelphia Eagles haben gegen die New York Giants gespielt und sie haben 38 zu 7 gewonnen. Und deswegen kommt jetzt hier dieses NFC Conference Championship Game zustande. Und ich denke mir mal, dass die Philadelphia Eagles dieses Game auch wieder gewinnen werden, obwohl die San Francisco 49ers ja eine sehr, sehr starke Defense haben. Aber das werden wir ja dann morgen am 29. Januar um 21 Uhr sehen. Deswegen spiele ich jetzt mit den San Francisco 49ers auf. Ja, wir stellen mal nur auf Pro. Weil auf All Pro würde ich wahrscheinlich sehr dick auf die Fresse kriegen. Obwohl, komm. Scheiß drauf. Hab zwar lange nicht mehr Madden gezockt, aber egal. So, dann stellen wir natürlich 7 Minuten ein. Die Play Clock machen wir aus. Und die Uhrzeit passen wir auch so ein wenig an. So, let's go. It's Madden NFL 23. And the question is, are you ready for some football? It's the 49ers and the Birds. All that and more coming up next on EA Sports. Und da sind wir auch schon. Erstmal das schicke Intro. The city of Philadelphia is one of rich history and passion, and you can always count on the latter when you step inside Lincoln Financial Field. Tonight we've got a good NFC matchup. Da haben wir nochmal beide Logos gesehen. Und hier sehen wir die Stats. Tücher flattern immer noch im Wind. Okay. Na dann schauen wir doch mal, ob zuerst die Offense aufs Feld kommt von uns oder die Defense. Das werden wir jetzt sehen. Aber so wie es aussieht, machen wir den ersten Kick. Jawohl. Somit kommt die Philadelphia Eagles Offense aufs Feld und bei uns die Defense als erstes. Ich glaube, da kommt kein Return. So sieht's aus. Somit gucken wir uns jetzt die Stats hier von Jalen Hurts an. Da sehen wir sie von 2021. Und dann wollen wir doch mal loslegen hier. Wir überspringen das Ganze und probieren doch mal hier die Offense von den Eagles zu stoppen.
Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Als erstes mit einem Run-Play starten sie hier. Da kamen sie schon mal 4 Yards weiter. Die Man-Verteidigung hole ich natürlich hier nicht raus. Mit der kann ich ja besaglich nicht so gut umgehen. Und ihr hattet es ja gehört, die Eagles haben die New York Giants sowas von vernichtet. Da war das Match, die Cowboys gegen die 49ers, definitiv interessanter. Und da gibt es auch schon die erste Verletzung bei der Offense von den Philadelphia Eagles. Das ist gar nicht gut. So früh im Spiel möchte man das natürlich nicht sehen. Dritter und eins jetzt für die Eagles. Das wird ein Run-Play. Und wir konnten ihn stoppen. Aber Vierter und Inch können sie natürlich immer noch ausspielen. Nee, sie panten. Wäre auch viel zu riskant, jetzt so früh hier im Spiel einen Return dann sozusagen zu kassieren. So. Somit gucken wir uns doch erstmal die Stats von unserem Quarterback an. Von Brock Purdy. Der hat natürlich keine Stats, aber er ist derzeit eingesetzt bei den San Francisco 49ers. Weil Garoppolo irgendwie verletzt ist. Okay. Dann gucken wir doch mal, was jetzt hier der Rookie-Quarterback so leisten kann. Zweiter und zwei erstmal, das ist schon mal sehr gut verlaufen. Gibt es hier kein Runplay oder so? Okay. Ich muss mich natürlich hier auch erstmal wieder mit dem Playbook zurechtfinden. Ihr kennt das Ganze. Ah, kein sicheres First Down. Dritter und eins gerade mal. Ich hätte gedacht, er läuft da über die Linie. Aber leider nicht. Aber dafür haben wir es jetzt. Das neue First Down. Sehr schön. Trotzdem sollten wir hier weiter konzentriert spielen. Ein Match hier auf Augenhöhe. Und da stand er schön frei. Somit haben wir das neue First Down erzielen können. Mal schauen, was wir jetzt nächstes rausholen. Ich würde sagen, Runplay. Mal gucken, wo denn hier eine Lücke frei wird. Ah, da war links eine Lücke frei, haben sie gemacht. Aber ich habe sie zu spät gesehen. Das war mein Fehler. Erster Fehler hier von meiner Seite aus im Spiel. Ah, dritter und sieben jetzt nur. Da wird die Defense hier angefeuert von den Eagles. Der Pass hier muss jetzt sitzen. Und der Pass sitzt auch für das neue First Down. Sehr schön. Somit haben wir neue vier Versuche hier uns erspielen können. Mal hier ein bisschen variieren. Zwischen Passspiel und Runplay. Ah, haben wir 5 Yards? Ne, 2 haben wir nur gut gemacht. Naja, zumindest etwas. Wir wollen uns ja nicht beschweren. Wie sagt man ja immer so schön, auch Kleinvieh macht Mist. Er rennt sich hier schön frei zum neuen First Down oder halt zum Touchdown. Sehr schön. George Kittle für die 49ers. Das ist doch schon mal sehr schön anzusehen. So, der Kick zum Extrapunkt und der ist gut. 7 zu 0 jetzt.
die Führung für uns. Somit haben wir auch schon mal, ja, gut Zeit von der Uhr genommen hier im ersten Quarter. Aber natürlich sollten wir uns jetzt hier auf diese Führung nicht ausruhen. Es ist noch alles offen hier in diesem Spiel, auch wenn das Momentum jetzt hier auf unserer Seite ist. Und momentan nicht auf der Seite von den Eagles. Aber wer weiß, Jalen Hurts kann ja jetzt hier sowas von aufdrehen. 2. und 5 für die Offense der Eagles. Das war schon mal ein gutes Runplay. Die müssen jetzt hier natürlich nachlegen. 3. und 2. Okay. Zonenverteidigung. Mal gucken, ob sie uns hier hilft. Da kommt wieder ein Passspiel. Oh, da konnte er sich sehr frei rennen. Das konnte man schon hier als Big Play ansehen. Zumindest als kleines für die Eagles. Oh, da kriegt er wieder Freiraum oder auch nicht. 2. und 10 für die Eagles. Schöner Incomplete Pass. Jetzt kommt es aber nochmal zu einem Pass. Oh, Flagge auf den Feld. Oh, Holding Offense. Das ist sehr gut. Penalty Decline. 3. und 10 jetzt. Für die Eagles. Der Versuch muss jetzt sitzen bei den Eagles. Sonst überlassen sie uns wieder den Ball. Und er sitzt sogar. Ach du meine Güte. Wo habe ich denn da jetzt gerade geschlafen, sozusagen? Eieieiei. Da steht er auch schon wieder frei. Oh, nimm den Ball. Fumble. Sehr gut. Und jetzt renn. Renn. Schöner Spielzug von der Defense von uns. Sehr schönes Ding. Okay. Wir sind in der Hälfte von den Eagles drinne. Das ist doch schon mal sehr gut verlaufen bis hierhin. 2. und 3 jetzt für uns. Wir machen das Runplay. Darauf können wir aufbauen. Ah, 3. und 5. Wir sind gerade leider nicht vorangekommen. Noch ein Play. So wie es hier aussieht, wenn man sich die Zeit anguckt. Und das müsste das neue First Down gewesen sein. Sehr schön. Runplay, beziehungsweise das erste Quarter ist jetzt sowieso vorbei. Da sehen wir die Stats. 72 Passing Yards zu 34 Passing Yards. So, zweites Quarter. Mal gucken, wo die Lücke frei ist. Da haben wir eine schöne Lücke gefunden. 2. und 1 jetzt für uns. Sehr schönes Ding hier. Wir probieren jetzt das neue First Down durch einen Runplay zu erzielen. So schwer müsste das doch nicht sein. Sehr schön. Erster und Goal. An der 5-Yard-Linie, so wie es aussieht. Da gibt es natürlich nochmal eine schöne Wiederholung. Und das müsste die 5-Yard-Line sein. Okay. Machen wieder ein Runplay. Ja, das ist sogar die 4-Yard-Linie. Und da ist links schön frei gewesen, die Ecke. 2. und Goal. Wir sind schon mal ein bisschen weiter vorangekommen.
Nur noch ein bisschen drücken hier. Dritter und Goal. Ich glaube, das wird nichts mit dem Touchdown. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Nee, wird's auch nicht. Schade. Vierter und Goal. Dann machen wir doch mal das 20-Yard-Field-Goal. Damit wir zumindest 3 Punkte mehr hier aufs Scoreboard bringen können. Und der Kick ist gut. Sehr schön. Aber ein Passspiel wäre natürlich zu riskant gewesen. Dann versuchen wir es lieber dreimal mit einem Runplay als mit einem Passspiel, was dann in einer Interception oder so enden würde. Oder in einem Fumble. Aber das kann bei einem Runplay natürlich auch passieren, ein Fumble. Das ist nicht auszuschließen. Mal schauen, was jetzt hier unsere Defense wieder leisten kann gegen die Offense der Eagles. Da kommt der Ball schnell raus. 2. und 5 jetzt hier für die Eagles. Okay, da kommt das Passspiel. Sehr schön. Hat daneben geworfen. 3. und 5. So, wenn sie das jetzt vermasseln, müssen sie wieder punten. Und das geht diesmal gut für sie. Okay. Sie sind weiter im Rennen drin. Zumindest hier in ihrem dritten Drive. Ich glaube, das ist schon der dritte für die Eagles. Wir hatten ja bis jetzt nur 2. Oh Gott, oh Gott, was hat er da für eine Monsterlücke gesehen? Was für ein Mörder-Big Play. Ach du meine Güte. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr gute Field Position hier. Jetzt dreht Jalen Hurts so langsam auf. Oh nein, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir die Man-Verteidigung nicht ausgewählt. Oh, da kommt wieder ein Passspiel. Erster und Goal. Eieieiei. Die Eagles halten es spannend. Wir lassen gerade irgendwie so ein bisschen nach. Run Play. Und da jumpt er rein. Miles Sanders ist da in die Endzone reingejumpt. Okay. Und ich durfte den schon wieder nicht bewegen. Da ganz links außen, den ich hatte. Ich habe keine Ahnung, was das ständig ist immer. Okay. Somit bekommen wir wieder den Ball. Wir machen keinen Return. Und starten somit automatisch an unserer 20-Yard-Linie. Unser dritter Drive. Oh Gott! Da kommen sie aber durchgeprescht, du. Da habe ich zu lange gewartet, bis sie sich hier positioniert haben. Okay. Da bricht wieder jemand durch. Ei. Jetzt mache ich gerade nur Müll. Bis jetzt kannst du den Drive hier in die Tonne treten von mir. Ah, schade, 4. und 6. So schnell beendet man seinen Drive. Und wir geben den Eagles gerade eine gute Field Position. Zumindest an der
fast 30 stehen sie bei sich. So. Die Eagles können Tatsache jetzt noch hier in Führung gehen, bevor die erste Hälfte vorbei ist von dem Game hier. Müssen uns jetzt ein wenig mehr anstrengen, vielleicht den Druck erhöhen, wenn wir da nicht vorbeigesprungen wären mit unserem Spieler. Aber erstmal 2-Minute Warning. Wir haben natürlich noch beide unsere drei Timeouts, unsere drei Auszeiten. Oh, da stand er frei. Zweiter und drei. Jetzt wollen sie sich hier natürlich ein bisschen beeilen. Ah, das war gut. Beide Beine waren da noch im Feld drinne. Deswegen das neue First Down für die Eagles. Hurts findet da sehr, sehr gute Anspielstationen gerade. Irgendwie können wir die Spieler, die er anspielt, gerade nicht gut decken. Oh, aber jetzt vielleicht, nein, Hurts rennt selber. Weil ich nicht so schnell zu den gewünschten Spieler wechseln kann. Warum auch immer. Erste Timeout von den Eagles. Die Eagles marschieren gerade hier durchs Feld. Übers Feld. Und da haben sie das neue First Down. Erster und 10 jetzt. Für die Eagles. Sie sind bei uns in der Red Zone. Und leider kommen wir hier nicht durch. 2007, zweite Timeout von den Eagles. Ich bin dann auch mal gespannt, wer am Anfang der zweiten Hälfte den Ball kriegt. Die Eagles haben jetzt natürlich wieder hier ihr Momentum vom Heimvorteil. Erster und Goal jetzt für die Eagles. Ich sehe schwarz. Ich sehe schwarz für uns. Da kommen wir leider nicht durch. Doch kommen wir. Okay. Sie haben jetzt ihre letzte Timeout genommen. Machen sie jetzt das Field Goal? Nein. Okay. Sie probieren jetzt einen Pass, würde ich sagen. Ja, da steht er frei. Dritter und Goal. Und das war's. Erste Hälfte vorbei. Okay. Dann gucken wir doch mal, was wir jetzt hier mit unserer Offense so machen können, mit unserem allerersten Drive hier in der zweiten Hälfte. Oh nein! Als ob! Als ob! Die haben jetzt den Ball. Wie stark war das denn jetzt gerade von den Eagles?
Als ob da jetzt ein Fumble rausgekommen ist. Eieiei, 2017 jetzt aber für die Eagles. Das läuft ja gerade überhaupt gar nicht gut für uns hier, der Anfang von der zweiten Hälfte. Jetzt haben sie natürlich eine sehr, sehr gute Field Position hier. Oh Gott, da kommt er durch. Dritter und drei, gar nicht gut für uns. Aber wie unser Returner da aber auch umgerempelt wurde mit voller Wucht. Und das ist der Touchdown. Für Watkins. Eieiei. Somit gehen sie jetzt hier in Führung, die Eagles. Und der Extrapunkt ist auch gut. 4 Punkte führen sie jetzt. Eieieiei. Und das Momentum auf der Seite der Eagles. Das zweite wurde freigeschalten. Okay. Diesmal den Ball nicht verloren, Gott sei Dank. Das müssen wir jetzt so schnell wie es geht wieder umdrehen. Das Ergebnis hier. 2 und 5. Wir müssen jetzt unsere volle Konzentration hier in diesem Drive stecken. Auch wenn ich so gefühlt immer nur die gleichen Spielzüge mache. Aber was klappt, das klappt. 3. und 1. Okay. Und neues First Down. Sehr gut. Zumindest etwas hier. Wir sind zwar immer noch in der Hälfte von uns, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nein, überworfen. Eieieiei. Zeit rennt uns hier auch davon. So gefühlt. Jetzt müssen wir auf Risiko gehen. Und ich muss gucken, wer da gedeckt wird. Nein! Interception, was? Als ob. Wie ist denn das jetzt passiert? Ach du meine Güte. Jetzt geht es den Bach runter. Wow. Einfach nur wow. Ach du meine Güte. Elf Punkte Führung. Na super. Na super. Das komplette Momentum auf der Seite von den Eagles. Und jetzt bebt natürlich das Stadion. Und nicht schon wieder. Nicht schon wieder der Fumble bei unserem Return. Nicht schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Run Play. Alter, jetzt werden wir sowas von vernichtet von den Eagles. Aber sowas von. Ach du heilige Scheiße. Und erster und Goal jetzt wieder für die Eagles. Erster und Goal. Boah. Ich sag's ja. Die Eagles sind verdammt
verdammt stark, verdammt gut. Letztes Jahr bei den Playoffs haben ja die Buccaneers die Eagles rausgekegelt. Und dann die Rams, die Buccaneers. Aber diese Playoffs, dieses Jahr, da können die Eagles definitiv in den Super Bowl einziehen. Okay, wo dürfen wir wieder anfangen? Wir werden es jetzt gleich sehen. Fast an unserer 20 dürfen wir anfangen. Ja, das ist jetzt klar. Das ist jetzt klar, dass unser Drive jetzt so lange nicht am Leben erhalten wird, würde ich sagen. Das ist auch jetzt so komisch nach hinten gezogen. Oh Gott. Ich fühle mich gerade wie die New York Giants, die zuletzt gegen die Eagles gespielt haben. So fühle ich mich gerade. Ja, jetzt noch eine Flagge auf dem Feld, weil wir gegen den Kicker gerannt sind. Jetzt läuft alles gegen uns. Jetzt läuft alles den Bach runter. Und wir sind gerade beim dritten Quarter. Okay. Den Ball haben sie sonst wohin gekickt. Mal gucken, ob wir jetzt überhaupt ein neues First Down hier erzielen können. Alle Fälle schon mal eine sichere Anspielstation. 5 Yards gut gemacht. Mal schauen, ob wir uns jetzt hier zumindest so ein bisschen im Rennen behalten können. Und das war wieder ein dummer Fehler von mir. Oh Gott. Sorry, wenn ich gerade so ein bisschen angepisst klinge, aber ja. Bei sowas kann man, ich sag's jetzt mal, nur so klingen. Gott sei Dank hat die Offense jetzt gerade das Holding gemacht. Wir akzeptieren das, dass sie jetzt hier beim 1.20 sind. Ich versuch's natürlich, die gute Laune, die jetzt noch hier verbleibt, aufrechtzuerhalten. Denn das bringt ja so nichts, wenn ich mich hier aufrege. Vor allen Dingen, weil wir hier gerade die Eagles sehr gut stoppen konnten. Dritter und 35 jetzt hier für die Eagles. Das braucht jetzt eine richtige, saftige Bombe von Jalen Hurts. Vierter und 35. Da kommt der Punt von den Eagles. Wie gesagt, auf alle Fälle das Momentum wieder runtergekriegt so ein bisschen. Eine einigermaßen gute Field Position. So, mal gucken. Da ist eine kleine Lücke frei gewesen, zumindest. Zweiter und 4. Passspiel. Aber erstmal das dritte Quarter zu Ende laufen lassen. Okay.
Okay. Run Play, würde ich sagen, bei 2. und 4. Beim dritten Versuch können wir ja dann immer noch ein paar Spiele oder so rausholen, was wir unbedingt brauchen. Bei 3. und 6. Wir machen das Passspiel wieder. Er rennt sich da frei, aber ich überwerfe ihn wieder. Was haben wir jetzt noch zu verlieren? Wir spielen den vierten Versuch einfach aus. Wir haben ja nichts mehr zu verlieren. Ja. Turnover und Downs für die Eagles. Ich glaube, wenn ich auf Pro gestellt hätte, den Schwierigkeitsgrad, dann hätte ich definitiv eine sehr größere Chance gehabt, hier gegen die Eagles zu gewinnen. Ich merke halt auch teilweise, dass ich für den All-Pro-Schwierigkeitsgrad ja noch nicht so weit bin. Aber irgendwann wird das definitiv auch besser hier. Da bin ich zuversichtlich. Wer hinfällt, steht doch wieder auf. Und der extra Punkt ist gut, die drei extra Punkte. Ja, wir sind wieder gegen den Kicker gerannt. Wow, stimmt. Wow. Das war jetzt unser Fehler. Weil jetzt haben sie neue vier Versuche bekommen. Und statt drei Punkte aufs Scoreboard zu bringen, haben wir die Eagles Offense jetzt wieder die Chance gegeben, 6 Punkte, also ein Touchdown hier erzielen zu können. 3. und 3. Voll für die Eagles. Jo, da haben sie Erster und Goal jetzt. Wie gesagt, wir haben hier in der zweiten Hälfte sehr nachgelassen. In der ersten Hälfte war es noch spannend und Hurts rennt selber. Das will ich gar nicht sehen, wie er hier sich feiert. Zweiundvierzig zu 10. Ach du meine Güte. Wir rennen nicht. Wir rennen diesmal nicht. Okay. Hier gibt es irgendwie gerade nur richtig doofe Passspiele. Aber sichere Anspielstation. Neues First Down. Da konnte er sich gut rausdrehen. Zweimal. Konnte er sich vorbeidrehen an den Spielern. 2. und 8 für uns jetzt. Die Eagles ruhen sich jetzt, so wie es aussieht, so ein bisschen aus. 3. und 2 für uns. Und 2-Minute Warning. Ich möchte das Spiel, ehrlich gesagt, jetzt nur noch zu Ende bringen. Mir egal, ob wir jetzt noch mal Punkte erzielen oder nicht.
Ach komm, wir spielen den Versuch jetzt auch aus. Wie gesagt, was haben wir noch zu verlieren? Eine höhere Klatsche können wir ja sozusagen nur noch kassieren. Das ist das geringste Übel sozusagen für die Eagles Offense, würde ich mal so schätzen. Und schon wieder der Fumble. Ja. Den können wir nicht einholen. Wow. Was das für ein Frame Drop gerade war. Wie das da gerade geleckt hat. 49 zu 10. Alter Schwede. Puh. Das ist schon ein sehr, sehr dicker Schlag ins Gesicht. So. Oh Gott. Das ist doch kein gutes Passspiel, was ich jetzt hier gerade ausgewählt habe. Gott sei Dank nicht gepickt. Aber die Uhr wurde angehalten. Ja, schön. Einmal gestoppt. 2 und 6. Für die Eagles Offense. Und das wird jetzt so zu Ende gehen, das Spiel. Mit dem Ergebnis. 49 zu 10. Jetzt wird auch kein Spielzug mehr gemacht. Die Zeit läuft jetzt bis zum Ende runter. Somit war's das. Wir wären jetzt erneut aus den Playoffs raus. Eieiei. Ich denke mir aber, die Eagles werden nicht so haushoch gewinnen gegen die 49ers, wie es jetzt gerade hier im Spiel passiert ist. In Real Life wird es hoffentlich spannender und enger sein. Ja, dann gucken wir uns doch nochmal hier die ganzen Teamstats an. Wir haben in der zweiten Hälfte des Spiels überhaupt gar keine Punkte erzielt. Ach du meine Güte. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Im ersten Quarter haben wir 7 Punkte gemacht. Im zweiten Quarter nur noch 3, die Eagles 7. Im dritten Quarter die Eagles 28 Punkte. Und im vierten Quarter jetzt nochmal 14 Punkte, die Eagles. Und somit bleibt nur noch eins zu sagen. Wenn euch trotz dessen dieses Video hier heute gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.